So, wieder hallo und jetzt kommt zurück zu einem wunderbaren weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute einem wunderschönen neuen Fahrzeug, den man nicht über die Season bekommen hat, sondern den man wie Cupra typisch, muss man fairerweise sagen, in dem Spiel, ja, per Nachrichtencenter bekommen hat. Nachrichten im Spiel hat man einfach bekommen und dann hatte man einen dieser wunderbaren Cupras bekommen. Zwei neue sind ja reingekommen und dann eben dieser hier, der Cupra Formentor VZ5, den wir hier haben. Und die 5, die hat auch eine wirklich wichtige Bedeutung, weil den Formentor gibt es auch ganz normal so zu kaufen, aber als VZ5 hat er eben, wie die Zahl schon sagt, 5-Zylinder Power, 5-Zylinder Turbo, die hier drunter hängen, aus dem Audi RS3. Und das ist wirklich was Besonderes, weil Audi im VAG-Konzern doch relativ zurückhaltend mit diesem Motor ist und den Motor halt eher, naja, für seine eben RS3 und TTRS, sagen wir mal, Reihe aufgehoben hat und keiner der anderen VAG-Leute den Motor nutzen durfte. VW im Golf oder Seat im Leon oder, wo diese Motoren natürlich auch hätten Plug and Play reingepasst, weil natürlich sogar dieselbe Baugruppe drunter ist. Und das war halt natürlich hauptsächlich dafür, dass diese Fahrzeuge bei Audi ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ne? Dass du nicht sagst, hey, warum soll ich den teuren RS3 kaufen, wenn ich den, okay, teuren, in dem Fall dann höchstwahrscheinlich auch arschteuren Golf kaufen könnte. Also wer auch immer einen Golf 8 GTI Kluftsport kauft für die Preise oder den Golf 8 R für die Preise. Meinen fetten Respekt, bei euch sitzt die Kohle anscheinend echt locker. Und Qualität ist echt kein Anspruch mehr. Aber, wie gesagt, natürlich hätte man sich dadurch selbst Konkurrenz gemacht. Das war natürlich der Grund, okay, wir wollen in diesen Fahrzeugen weiterhin Alleinstellungsmerkmal haben. Das ist auch vollkommen legitim. Und so deswegen war es dann umso erfreulicher und besonderer, dass eben, ja, Cupra im Formentor dann diesen wunderbaren Motor nutzen durfte. Natürlich ist das, der Vorteil ist natürlich, dieses Ding ist kein Golf oder in dieser Klasse, es ist ein SUV, dementsprechend sticht er schon raus, aber es gibt ja auch keinen Tiguan. Mein Mikrofon geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Könntest du jetzt bei mir bleiben? Gibt ja auch keinen Tiguan mit 5-Zylinder-Power. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich bin ja kein großer Fan von SUVs. Das wisst ihr ja auch. Ich finde diese Fahrzeugkategorie nicht nötig. Wenn ich Platz haben will, kaufe ich mir ein Kombi. Da habe ich mehr von. Und deswegen bin ich nicht der größte Fan. Aber ich muss sagen, optisch gehören sie mir gut. Ich kann ja SUVs kacke finden und trotzdem ob die SUVs zum Teil schön. Ich finde Macan cool, ich finde Cayenne schick, ich finde auch den Tiguan R geil und den Cupra Formentor finde ich auch ziemlich cool. Also das soll nicht heißen, dass ich diese Autos doof finde. Was ich gerade doof finde, ist mein Mikrofon, was mir gerade hart auf den Zwirn geht. Digga, es bleibt bei mir. So, wunderbar. Ich bin die Ruhe selbst, ich reg mich nicht auf. Aber deswegen kann ich die ja trotzdem schick finden. Ich finde es ja, wie gesagt, weiterhin unnötig, weil ich die Nutzen von diesen Fahrzeugen nicht sehe, weil, wie gesagt, Offroad-fähig sind sie nicht. Wenn ich Offroad fahren will, kaufe ich mir einen Offroader, einen richtig schönen Jeep, Land Rover oder halt sowas, ne, wisst ihr, wie ich meine. Und wie gesagt, für Platz dann Kombi oder Pickup. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, finde ich das Auto trotzdem sehr, sehr schön. Und ich finde es aber auch sehr cool, dass wir eben, ja, Cupra bzw. Seat damit auch wieder ein Comeback haben. Wir haben jetzt natürlich nur den und zwei Konzeptfahrzeuge. Also das ist das einzige serienmäßige Seat-Fahrzeug. Und ich vermute auch, dass wir weiterhin bei der Marke Cupra eher bleiben werden, also nicht zurückgehen werden und wieder Seats reinbekommen werden. Wir hatten ja früher Seat in Forza, Forza Motorsport 4 und so auch Seat Leon und sowas, die wo sie ja noch Cupra hießen. Cupra ist ja mittlerweile die Marke, die Sportmarke von Seat und die ist ja abgekoppelt, bla bla, ihr wisst, wie ich meine. Aber ich vermute, dass wir halt keine Seats bekommen, sondern alles, was unter der Marke Cupra läuft. Also mal abwarten, ob wir vielleicht auch den Cupra Leon, den aktuellen, bekommen. Aber heute soll es ja erstmal um den Kollegen gehen. Wie gesagt, Cupra Formentor, Name muss man sagen, ist einfach insane geil und auch Design finde ich sehr cool. Ich finde vor allem diese kupferfarbenen Akzente bei den neuen Cupra Modellen sehr, sehr schön gelöst. Und am Heck des Formentor erkennt man nämlich relativ schnell, ob es ein VZ5 ist oder normaler. Das sieht man nämlich an der Auspuffanlage. Der VZ5 hat nämlich diese, ihr seht, wunderbare, ich nenne es mal ESF-mäßige, Lexus-mäßige Auspuffanlage mit den schräg übereinander gesetzten Endrohren. Das hat eben nur der VZ5 bekommen. Und man muss auch sagen, der hat auch böse Aufpreis gekostet. Dafür, dass man den Motor bekommen hat, hat man auch gut in die Tasche greifen müssen. Ich denke mal, Audi lässt sich dann auf jeden Fall bezahlen, dass dieser Motor in ein anderes Fabrikat reinkommt, außer in die Marke mit den vier Ringen. Aber nicht trotzdem, was ich so bescheuert finde, ne? Du hast ja diese Gummilappen hier da über der über dem Radkasten hier, diese Dinger da, diese einzelnen, damit die ja bloß abgeschützte Reifen ab. Ach. Die Reifenlauffläche muss ja in einem bestimmten Winkel abgeschützt werden und pipapo und das ist total. Also ist wirklich, es sieht auch so hart bescheuert aus. Na gut, wir machen mal auf das Ganze. Ja, heute bei Forza haben sie momentan aber gar kein Bedürfnis, die Motormodelle zu machen, oder? Also momentan ist auch vollkommen Feierabend bei der Abteilung für Design-Motormodelle. Es ist ja, also, jetzt haben wir den Forza 5 und ich darf mir diesen 5-Zylinder nicht mal angucken. Ja, ich könnte mir den RS3 Limo angucken, ich weiß, dasselbe Motor drin, darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir alleine um den, es gibt es ja nicht. Und der Kofferraum auch nicht? Oh, Bro, also,
ich will immer wieder loben, weil der ist ja ein neu gemachtes Modell auf jeden Fall. Den konnten sie ja nicht aus dem anderen Forza rippen oder recyceln. Der ist ja neu, den gab's so noch nicht. Aber dann direkt der Anspruch, Kofferraum, Motorraum, Nee, mehr Arbeit, also auf gar keinen Fall. Für die Zukunft schon mal vorsorgen, wir bitten dich, also komm schon, nein. Das ist schwach, also Kofferraum vor allem, das ist jetzt modeltechnisch. Ich will jetzt da keinem zu nahe treten, aber wirklich nicht der krasse Aufwand. Na egal, wir setzen uns trotzdem mal rein, weil das können wir zumindest. Es gibt ja zumindest die kleinen Möglichkeiten. Und ich mache mir auch mal die Kopfhörer rein. Innenraum ist auch echt schick gelöst, muss ich sagen. Hat der auch schon die ganze Touch-Scheiße, die der Golf 8 so kacke hat? Aber ich glaube noch nicht so extrem, ne? Ja, wir machen mal an. Das war falsch, ich will keine Hupe einstellen, ich wollte den Motor anmachen. Ja, das klingt ja schon mal ganz nett. Das ist auf jeden Fall ein riesen Display. Ich glaube, Klima und so regelt man auch schon alles da drüber, ne? Ah, das ist also... Oder kälter, wärmer könnte da vielleicht sogar noch gehen. Ich glaube, das geht dann noch per Touch-Tasten. Aber man muss sagen, das aktuelle VRG-Interface mit den Touch-Tasten ist echt nicht okay. Also nicht gut gelöst, muss man fairerweise sagen. Haben sie ja selbst, glaube ich, mittlerweile sogar zugegeben, dass das auf jeden Fall über Arbeit gehört. Das, weiß ich noch, meine Eltern hatten sich zwischendurch Golf 8 angeschaut. Ich habe da eigentlich so einen normalen Golf 8, kein GTI, R, bla bla bla. Habe ich da reingesetzt, habe mir das Infotainment mal angeschaut. Ich dachte, ich kotze gleich. Also wirklich, also auch die Bedienfreundlichkeit und die Geschwindigkeit, also nicht für den Preis auf jeden Fall. Vielleicht schießen tut er auch. Wir machen da gleich einen schönen Rennturbolader rein, dann passt das schon, das ganze KZ. Dann funktioniert das schon mal ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz eine Runde raus. Wir drehen mal ganz kurz mit serienmäßig. Müssten 400 PS sein? Also wenn es der RS3 wirklich umgedrosselt ist, sind es 400. Ich habe keine Ahnung, wie viel mir der Inventar jetzt gerade bekommen. Kaupositiv ist aber derbe hoch gerade. Wo kommt mir das so derbe vor? Warte mal. Wunderbar, jetzt sitzen wir mal zu. Der ist irgendwie sehr klein hier im Spiel dargestellt, der Wagen. Also irgendwie kommt mir das so ein bisschen so vor. Ich weiß nicht warum. 390 PS. Okay, dann mal 10. Ah ne, wegen OPF war es, glaube ich, ne? Es könnte OPF wieder sein. Ach, kein. Ja, die 10 PS kann man sich meist denken, wo die hingelandet sind. Nämlich in den Filter. So, wie gesagt, RS3-Motor sonst, oder der 5-Zylinder-Turbomotor bei Audi sonst eben nur im RS3 und TTRS zur Auswahl gewesen. Jetzt mittlerweile ja nur noch im wunderbaren TTRS natürlich, TTRS, im RS3, weil TTRS ja leider eingestellt worden ist. Sehr schade, dass die Baureihe eingestellt ist. Ich bin ein bisschen nebenbei großer TT-Fan, ich finde die echt cool, weil die halt ein bisschen was anderes sind. Obwohl man fairerweise sagen muss, der trotzdem einfach ein Golf drunter steckt. Es ist immer noch dieselbe Baugruppe. Das wunderbare Plattformprinzip bei VW. Aber der, uiuiui, der liegt aber erstmal erstaunlich gut, muss ich sagen. Gut, man muss sagen, ja, Cupra ist wie gesagt die sportlichere Marke von Seat, obwohl es ein Formentor ja nicht von Seat gibt. Es gibt kein Seat Formentor. Cupra baut schon seine eigenen Fahrzeuge. Wie gesagt, vorher war Cupra ja die sportlichen Varianten von Seat Fahrzeugen. Und aktuell ist ja nur der Leon. Cupra Leon, ein Fahrzeug, das es auch von Seat schon gibt. Wie gesagt, die anderen Fahrzeuge sind ja sonst rein unter der Cupra-Marke mittlerweile entstanden und vor allem sehr großes SUV-Aufgebot mittlerweile und dann noch Cupra Born und bla. Also ja, wie gesagt, die Marke baut sich immer weiter auf, machen ja viele Marken mittlerweile die sportlichen Modelle, je nachdem ein bisschen auszusondern aufgrund von Regularien, wie viele E-Auto man bauen muss und damit man halt keine beschissenen Abgaswerte hat und so im Konzern. Gibt es ja genug, wo das gemacht wird. Ich glaube, Renault plant das ja auch mit Alpine, dass es ein bisschen abgesonderter wird. Und deswegen, wie gesagt, Cupra jetzt eigenständig. Und hat natürlich dieses coole Logo. Ich muss sagen, das gibt mir immer so ein bisschen Transformers-Vibe am Heck. An der Front, wie gesagt, schön eigenständig. Aber hinten im Heck ist ja immer in so einem Quadrat drin. Und da sieht das immer so ein bisschen, gibt mir das so ein bisschen Transformers-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber da denke ich mir so ein bisschen an Transformers in dem Moment. Man sitzt im Innenraum aber hoch, ne? Aber er liegt. Was ist mit der Lenkung los? Irgendwie ist das Lenkrad so komisch animiert. Oder, boah, das lenkt mich voll ab. Was ist mit dem los? Egal. Der liegt erstaunlich gut. Also wirklich. Der liegt wirklich, wirklich gut. Also, straßenlagentechnisch. Kann man sich hier nicht beschweren, würde ich mal behaupten. Da können wir natürlich gleich noch ein bisschen was rausholen. Aber die 390 PS, die werden richtig entspannt auf die Straße gebracht. Deswegen wollen wir jetzt mal gucken, was wir da noch so rauszimmern können. Weil wir wollen natürlich ein bisschen mehr als 390 PS. Wir werden den Motor natürlich nicht tauschen, weil sonst bräuchte ich kein V5 im Spiel haben. Wir können mal die Motorswaps reingucken, aber sind wir fairerweise ehrlich, die sind natürlich irrelevant. Also die haben natürlich jetzt keine Verwendung für dieses Video, weil wie gesagt natürlich ich mich auf diesen Motor natürlich verschärfen möchte.
So, wir gucken mal rein. Was können wir denn vom Motor dann tauschen? Wir können einen rein. Mit 1,6 Liter rein, 4er Turbo. Forst ist auch der Einstellung, lass den scheiß Motor drin. Okay, dann lassen wir das. Wir können auch von Allrad Effekt bauen. Wir bleiben natürlich bei Allrad. So, hier können wir Forster-Teile dran packen. Ne, fühle ich jetzt nicht so. Und, oh Gott, ich hab bitterlich Angst. Die auch vollkommen rechtlich bist. Ich muss mich kurz meinen Wirkreiz zurückhalten. So, Felgen. Überlege ich gerade, ob wir überhaupt andere machen wollen oder nicht. Die sind ganz schick. Oh, die sind eigentlich ganz schick. Ich muss sagen, vom Design gefallen die mir ganz gut. Wenn wir dann eine 5-wege Tiefe hinbekommen. Ich hoffe, wir kriegen hier schön tief. Ja, es ist SUV, aber bla bla bla. Das Ding ist auch nicht für Offroad gedacht. Also kommt mir nicht mit. Die kann man nicht tiefer legen. Ist mir doch scheißegal. Also als ob man mit dem Ding jetzt durch den Wald hacken will. Auf gar keinen Fall. Also kann ich das Ding auf den Boden ein bisschen näher bringen. Aber Spurbreite ist sehr amtlich, muss ich mal fairerweise sagen. Junge, Junge, Junge. Jetzt gucken wir mal, ob wir im Fahrwerk runterkommen, dann wäre das ja schon ganz geil. Bremse können wir noch zwei Stufen größer machen, was echt schade ist, weil die Cupra natürlich auch ihren eigenen Bremssattel hat, aber die ist von der Bremsleistung halt wirklich sehr unterdimensioniert. Ich hoffe, da geht gleich noch ein bisschen was. Käfig können wir rein theoretisch auch einbauen. Der ist dann auch so konzipiert, dass die Rückbank offiziell ausstirbt. Wunderbar. Normalerweise würde man den, glaube ich, auch ein bisschen höher ziehen. Ich glaube, den würdest du mehr an der Dachlinie entlang laufen lassen, nicht hinten schon direkt so runterknallen. Klar, so geht er auf die Döme. Aber das kannst du auch anders lösen eigentlich. Na gut. Gewichtsreduktion machen wir auf jeden Fall mal, weil wir haben ein Gewicht von, ihr seht es hier unten, hier oben, 1,5 Tonnen. Was erstaunlich wenig ist, muss man sagen. Sind wir noch ein SUV. Aber wir können runter auf 1274 Kilo. Und wenn wir den 15-Liter jetzt mal richtig gleich Freiflug geben wollen, ist natürlich alles, was wir an Gewicht sparen können, natürlich auch gleichzeitig Leistung oder PS pro Kilo. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? So, dann machen wir mal Semis drauf oder Vollslicks. Wir machen mal Semis drauf. Semis passen ganz gut. Dann machen wir schön 275er rundum drauf, das ist auch perfekt. Und die Felge können wir ruhig mal auch schön auf 21 Zoll erhöhen. Ich finde, die kann er fahren. Ich finde, 21 Zoll kann er immer noch fahren. Das funktioniert immer noch ganz gut. So, dann bauen wir natürlich eine Rennkupplung ein. Wir bauen ein schönes Renn 6-Gang. Ich weiß nicht, was wir jetzt einbauen. Wir bauen mal ein 6-Gang-Renngetriebe ein. Das wird schon funktionieren. So, dann bauen wir noch eine Rennkupplung ein, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit wir diesen wunderbaren RS3-Motor noch nach oben jagen können, weil das ist natürlich jetzt der wichtige Punkt. Wie viel geht da noch in der Leistung? Ich glaube, tuningmäßig müsste es genauso wie beim RS3 sein, aber ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, was der RS3 so im Kopf mit Leistung hatte. Ich hatte mir, glaube ich, auch im Kopf, dass die Abbremsanlage nicht so geil war, ne? War da was? Ist auf jeden Fall mit der getunten Abgasanlage viel, viel dumpfer als werkseitig. Ob ich das besser finde oder schlechter, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wir wollen ja maximal Leistung, deswegen gibt es jetzt hier keine Auswahl. Da muss ich damit leben können. Das wird jetzt einfach mal mitgenommen. So. So muss es sein. Dankeschön. Das finde ich doch sehr amtlich, sehr passend. Wir kommen auch echt lustigerweise in die S2-Klasse, was ich jetzt auch nicht mitgerechnet habe. Wir haben noch keine Rennreifen drauf, noch keine Vollslicks. Wir haben jetzt eine Leistung von 833 PS, 917 Newtonmeter auf 1,2 Tonnen. Aus einem 3 Liter V5 15 Liter Turbomotor. Mit Slicks würden wir noch auf einen Score von 911 kommen. Das macht jetzt auch nicht mehr den Braten fett. Das passt soweit alles. Wunderbar. Ich will also nehmen. Ich würde den Wagen aber entweder die Farbe wechseln, weil ich das Mattgrau nicht ganz so geil finde. Ich bin nicht so ein riesen Fan von Mattfarbtönen. Ich weiß nicht warum, aber matte Autos sind irgendwie nicht so ganz meins. Sehen nicht schlecht aus, aber eben vor allem mit den kupferfarbenen Akzenten. Aber da geht mehr. Wir gucken erstmal Serienfarben, sonst werden wir höchstlich mal eine Farbe vom ein Design von Stewie wieder nehmen, weil der hat wieder eins für diesen Wagen gemacht. Gibt hier den Schwarz. Oh Gott, sieht direkt viel edler aus, wenn das nicht matt ist. Ich weiß nicht warum. Ich finde es direkt gut. Und dann haben wir Blau. Matt. Das finde ich viel, viel schlimmer als das Grau. Junge, das fand ich ja richtig hässlich. So, neue Designs finden. Ist Stewie direkt vorgeschlagen? Ist natürlich perfekt. Ja, da ist es doch wunderbar. Gut, nehmen wir das. Das finde ich super. Das ist ein bisschen erfrischender. Ne? Schön, schön Cupra drauf, da weiß ja jeder, was Sache ist. Dann vergiss ich das in dem Video nicht. Leute, ich werde älter. Die 30 rückt näher. Da wird es mit einigen Sachen schwieriger. Nimm es mir nicht übel. Dementsprechend. Ja, das jetzt hier doch, das sieht doch direkt ganz schick aus. Das passt auch, weil er hat vorher eine kupferfarbene Wachzette mit eingearbeitet. Heißt, die Felgen passen, auch wenn die jetzt ganz kupfer sind. Aber ist okay. Ja, das ist schon mal ein bisschen was anderes. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, das wollte ich nicht, ob wir hier noch ein bisschen tiefenmäßig was rausholen können beim VZ5. Wir können hier noch, das ist nicht so viel, wie ich mir jetzt hier erhofft hätte, bin ich ehrlicherweise ehrlich. Ich bin heute mal ehrlicherweise ehrlich, sonst bin ich unehrlicherweise unehrlich.
Geht nicht mehr, so 3,50 vielleicht, so einfach fürs gute Gefühl. Oh, drei, oh nee, es geht doch noch ein bisschen was. Hoppala, da ist ja noch ein bisschen Open End. Von 54, 364. Ich glaube nicht, dass der 15 in der 400 schafft. Und 6 in der, na, ich glaube, die werden wir ja hier nicht. Ja, komm mit raus, 67 war fein, die 400 werde ich nicht schaffen. Das geht jetzt schon zu langsam voran. Sonst gucken wir mal, ob die Höhe ein bisschen besser mir mundet. Ja, da ging ja noch ein Mühe, aber ich muss sagen, er steht gut da. Vor allem durch die breite Spur hat das auf jeden Fall einiges rausgeholt. So, dann gucken wir noch mal, was über 800 PS aus dem 15er Turbo so an Krawall machen. Ich bin mal sehr gespannt. Baller mir mal gerade kurz meinen zweiten hier wieder rein. So, und wie jeder gute RS3-Fahrer in der Innenstadt, der Leuten konsequent auf den Sack gehen will, don't get me wrong, aber es ist irgendwie echt so ein Klischee wie die i30N-Fahrer, die ich letztes Mal gefrontet habe. Schön Launch Control an der Ampel. Also das hat ja absolut gar keinen Wert, aber naja. Holy shit! Ja, man merkt, dass die Straßen, dass die Semisticks haben nämlich keinen Bock. Aber hier ist ja richtig Schub hinter. Warte, wir haben den Audi RS3 ja getuned. Warte mal, hat der genauso viel Bombs? Das würde mich interessieren, weil das kommt mir jetzt gerade asozial viel vor. Wo ist denn die Limo? 765 PS, guck mal an. Der hat mehr Leistung. Oder habe ich den voll getuned? Das würde mich jetzt gerade... Warte mal, das müssen wir jetzt gerade mal kurz checken. Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz checken, ob ich den RS3 voll getuned habe oder ob der Cupra wirklich mehr Leistung bekommen hat als der RS3. Weil ich glaube, vom Cupra gibt es ja kein US-Modell, vom Audi schon. Ich weiß nicht, ob sich da leistungstechnisch wieder was geändert hat. Ja, ich blick das da nicht manchmal, weil Forza kriegt hauptsächlich die US-Modelle und die haben da wieder andere Eckdaten und bla bla bla. Das könnte sein, dass das vielleicht der Punkt ist. Ne, der ist maxed out, ne? Der hat wirklich mehr Leistung, der Cupra. Krass. Ja. Okay. Okay, gut. Der Cupra hat mehr Leistung als der RS3 im Spiel. Ist doch einfach nicht 1:1. Wie gesagt, Cupra müsste aber auch ein EU-Modell sein, weil wie gesagt, die Amis kriegen keinen Cupra. Ich glaube, die haben Cupra nicht. Nee, ich glaube, das ist ein EU-Ding. Aber okay. Dann hat der Kollege hier wirklich mehr Dampf als der Kollege mit den vier Rängen. Okay, dann ist das natürlich nochmal viel, viel geiler. Das merkt man auch, dass das Ding halt wirklich, also er marschiert halt wirklich wie die Hölle. Alter, guck das mal an. Oh, die Gangvorgänge klingen gut. Ja, also wenn der Schalt ist, burn, das klingt. Die klingen schon mächtig, die Schaltvorgänge. Das finde ich schon gut. Hört nochmal. Burn, das klingt schon gut. Grundsätzlich 15er Klang kann man halt auch nichts gegen sagen. 15er Klang ist halt einfach auch einfach. Das ist doch einfach super. Also es ist einer, es ist glaube ich mein liebster VRG-Motor mit dem VR6 zusammen, das sind so, weil die halt beide so ihre ganz, ganz eigene Klangnote haben, die so ganz klar herausstechen, die man auch ganz klar heraushört und wo weiß, welcher Motor, ob da ein Zug gefahren kommt. Man hört es einfach raus, ob es der 5-Zylinder ist. Einfach, ich meine mal, der attraktivste Motor aus dem Audi, so die mir nicht der leistungsstärkste aktuell, natürlich alle 6. Vor mehr Leistung, aber ich finde den 5-Zylinder vom Charakter halt am markantesten, weil er halt, wie gesagt, so seine ganz, ganz eigene Klangnote hat aufgrund eben der ungeraden Zylinderzahl. Okay, Leistung haben wir auf jeden Fall wie die Hölle. Meine Fresse, Alter. Mal kurz das Seitenteil kurz deformiert. Kurz mal ein Cupra kompakt gebaut, so muss es. Also wirklich. Das macht schon ein bisschen Bock. Der schiebt schon richtig. Und Handling ist, wie gesagt, auch echt nice. Also, der durchweg eigentlich echt begeistert von dem Auto. Also, klar, Tuning-Teil optisch wäre jetzt auch cool. Ich weiß gar nicht, ob es ein Up oder sowas für den Wagen was gibt. Aber für den hätte ich mir schon noch irgendwas gewünscht. Dass es für den keine Offroad-Teile gibt, bin ich von Forza vollkommen fein mit. Weil das Letzte, was ich, wie gesagt, mein Gedanke wäre, das Ding hier in den Schotterzug schmeißen, bin ich ehrlich. Dafür ist die Grundidee von Cupra schon nicht da. So, der ist hier schön für die Autobahn. Hier schön, gleich in den 6. rein, bam. Der wird hier schön durchgezogen. Guck mal, wie der marschiert. Es ist ein Traum, ist es. So, jetzt gehen wir full in die Autobahnabfahrt rein. Das wird schon gehen. Handbremse. Okay, voll verpasst da. Scheiße, hoppala. Ja, ich bin da wieder auf der Straße. Alles gut. Man sieht doch gar keinen Stress. Doch alles. Hab doch alles im Griff.
Dank der Leistung kann man den halt insane Power sliden, ne? Also wirklich, guck's mal. Junge, ey. Ja, der geht gut. Weiterhin kein SUV-Freund und kaufen würde ich mir den auch in echt immer noch nicht. Wenn ich 15 haben würde, ich wirklich, wie gesagt, die Pendants von Audi wählen dann. Aber optisch ist er trotzdem schön. Wie gesagt, ich muss SUVs nicht kaufen wollen oder praktisch finden, aber ich kann sie trotzdem schön finden. Und wie unnötig finde ich sie trotzdem. So. Schön, aber unnötig. Aber ich finde gut, dass er mehr Leistung hat als, wie gesagt, das Pendant aus dem Audi-Werk. Aber wie gesagt, es könnte auch an der US-Abstimmung von RS3 liegen, weil das ist auf jeden Fall ein US-Modell, glaube ich, im Kopf gewesen. Und der Kollege hier auf jeden Fall nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja, soweit ich weiß, kein US-Modell von Cupra. Dementsprechend haben sie hier wenigstens das genommen, was wir hier auch bestellen können. Das war auch mal zur Abwechslung ganz schön, muss man mal sagen. So viel Scheiße bauen. Der Allrad funktioniert auch gut. Geh mal schön rum. Harry, ja, das geht schon gut. Kann man sich nicht beschweren. Bisschen spät. Kurz mal seitwärts eingeplankt. Ich muss mal kurz ein der Tunnel. Weil ich auf jeden Fall unten mal im Tunnel mit Launch Control starten will. Das müssen wir mit 5-Zylinder Anti-Lag auf jeden Fall mal machen, wenn wir gucken, wo ich hier in den scheiß Tunnel komme. Der lässt sich schon gut Power sliden, ne? Komm ich hier, komm ich natürlich. Manchmal muss ich mich hier immer wieder zurechtfinden. Ja, fahren wir mal in den Tunnel da rein, warte mal. So. So. Ist schon gut. Also empfehlen kann ich euch die Wagen, wie gesagt, ihr bekommt mal, hat man zwischenzeitlich einfach über eben die Nachrichtenzentrale bekommen bei den Geschenken, da war er drin, mit dem anderen Cupra-Konzept drin. Da einfach mal reinschauen. Also ihr müsst natürlich zeitnah das Ganze machen, weil obwohl die Nachrichten gehen, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Nachrichten überflogen gehen, aber den kriegt man einfach geschenkt, dafür müsst ihr gar nichts tun. Den kriegt ihr einfach so in eure Garage. Deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir jetzt gerne auch einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis hin und tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put